Ein neues Update ist zu Oaklands gekommen und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Ich würde sagen, wir gehen los und let's go. Nämlich, wie gesagt, ein neues Update ist draußen. Wie gesagt, wir haben das Update schon gespielt im Stream. Letztes Mal haben wir schon ein bisschen gebaut. Aber auf jeden Fall will ich zeigen, was alles neu in diesem coolen Update ist. Und ich würde sagen, wir legen nun los auf der Base-App. Nämlich folgendermaßen, wenn wir mal gucken hier auf meiner Base, dann sehen wir neue, ja, ich sag mal, Blöcke. Nämlich Dark Slate. Okay, das ist jetzt nicht so neu, ehrlich gesagt, wenn man darüber nachdenkt. Aber das ist Dark Slate in einer dritten Version, zum Beispiel hier. Haben wir Beigeslate, oder wie auch gesprochen wird, dass dieses Braun, was hier überall ist. Nämlich, wir können jetzt, mal kurz zeigen, wir mal kurz mit dem Auto hineiern. So, das ist dieses Bike-Bum-Slate. Und wir holen mal kurz hier ein bisschen die Orts und die ganzen Erze raus. Wie gesagt, wir brauchen eigentlich in dem Fall jetzt hier nur die normalen Erze. Also mit normalen Erzen mache ich eigentlich gerade die Steine halt ohne Erze so rum. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt diese haben, dann fahren wir kurz zurück zu unserer Base und wir schieben die jetzt mal kurz hier in den Smelter rein. Der ist, ja, wo ist denn der denn gerade? So, Smelter gefunden und wir packen mal kurz hier ein ganz normales Gesteinsbrockenteil rein. Das müsste dann ganz normal sein, ganz genau. So, wie gesagt, eigentlich war es so, wir könnten eigentlich nur in den Ofen, in den, ja, Furnace immer zu, nur Erze reinpacken. Das heißt, wir packen das hier rein. Das war verkehrte Richtung auf jeden Fall jetzt. Also, wir packen das jetzt nochmal hier rein anscheinend. So, zack, und dann sehen wir, da bekommen wir halt die erste Version der verarbeiteten Sache von Eisen. So, wenn wir es dann in die zweite Version packen, dann würden wir natürlich den Barren bekommen, wie wir es halt im Spiel gewohnt sind. Natürlich, der ist hier andersrum, super. Auf jeden Fall mal kurz hier reinpacken. Wir sehen dann hier, zack, dann haben wir hier einen ganz normalen Eisenbarren. So, aber seit neuestem können wir jetzt auch Steine so gesehen backen. Und das geht natürlich folgendermaßen, wie mit dem Eisen, was wir vorhin gemacht haben. Einfach hier rein und zack, dann haben wir aus diesem, ich sag mal, Slate so eine Art Concrete gemacht, also ein bisschen feineren. Und ich finde auch sehr cleane Textur, wie gesagt, das ist der normale Roblox-Concrete, aber trotzdem, wir haben jetzt dann so gesehen Roblox-Concrete und können den jetzt hier auch natürlich verbauen, nicht zu vergessen. Also jede Stufe kann man verbauen. Aber wenn wir jetzt den hier nochmal in den, ja, nächsten Ofen reinballern, mal kurz hier das hier hochstellen, so zack, dann bekommen wir diesen Cobblestone-mäßigen, ja, Slate halt hier raus. Das heißt, dieser, den ich hier verbaut habe, formt gleich die Textur, nur halt andere Farbe, wie wir sehen können. Und dann kann man hier sich schon so einen schönen Weg bauen, finde ich sehr, sehr schön. Aber das war es auch immer noch nicht, denn es gibt auch neue Erze und neue Gesteinsarten. Und zu denen fahren wir mal kurz hin. Die neuen Gesteinsarten können wir, wie gesagt, nur aktuell, ja, am Strand finden oder halt auf dem Berg, auf der Bergspitze. Wir fahren jetzt mal kurz zum Strand, weil der nächstgelegen ist hier. Und das sind, ja, ich glaube, jetzt, der ist jetzt nicht neu. Das ist halt ein Sandblock, der halt noch größer ist. Ich weiß nicht, ob hier einen spawnt. Wir gucken mal. Ich glaube, der hier, genau, das ist der. Wir sehen schon, das ist der normale Sandhaufen, den wir kennen hier. Und das ist jetzt der große Sandhaufen. Also wir sehen noch kurz hier, wenn wir kurz gucken hier, ne? Das ist schon ein gigantischer Unterschied auf jeden Fall. Wenn wir kurz hier kloppen. So, haben wir kurz gekloppt. Und dann packen wir das mal kurz in hier hin. Und dann packen wir kurz hier da einen ganz normalen daneben. Und sehen es schon, ist ein sehr krasser Größenunterschied auf jeden Fall. Also, ja, ich sag mal so, für mehr Sand ist es auf jeden Fall lohnenswert, weil, dazu komme ich gleich nochmal später zu, was es mit diesen ganz großen Bricks auf sich hat. Und wenn wir dann hier diesen Berg hochfahren, dann werden wir langsam so peu à peu mäßig ein paar weiße Flecken sehen. Das sind die da. Und das ist nämlich, soll ich weiß, Quarz. Quarz oder Marble? Nee, das war Marble, war das. Also das sind Marble-Blöcke, aber jetzt kommt's. Nämlich neues Erz, nämlich Quarz. Das ist das hier. Das sind diese weißen Flecken in dem Marble drin. Das ist, wie gesagt, so gesehen Quarz. Das kann man auch verarbeiten, auch verkaufen wiederum. Und das Marble kann man auch verarbeiten und auch verkaufen. Wie gesagt, nur mit Stückchen drin ist es halt dann kein Marble mehr. Dann ist es Quarz. So, und wir sehen auch schon bei diesem Block, der ist riesig. Ich glaube, der ist, glaube ich, noch einen Ticken größer sogar als der vom Strand. Und da passen, so gesehen, wenn man es richtig präzise macht, im Auto nur circa, ja, 4, 5 davon rein. Also auf jeden Fall schon ein dicker Brocken. Wir nehmen mal kurz nochmal als Demonstration hier so einen Eisenblock mit. Das ist sehr interessant. Nämlich, wenn man hier diese großen Blöcke abbaut, bekommt man echt sau viel. Weil ich habe eigentlich gedacht, es wäre so, umso mehr Flecken daran sind, umso größer ist es. Das stimmt auch. Aber umso größer der Block ist mit ganz vielen Flecken, umso größer ist noch das Erz. Das heißt, wenn wir zum Beispiel gleich noch ein Eisenerz finden, das etwas kleiner ist oder gar ganz klein, das ist das Schwarze zum Beispiel. Dann nehmen wir das hier mit. Da, das hier. Dann werden wir gleich sehen, den Längenunterschied zwischen diesen beiden Erzen. Finde ich sehr krass. Finde ich auch eigentlich ganz geil. Was halt so ein bisschen ungeil ist, ist halt, dass der Wagen halt viel zu klein für die ganze Sache ist. So, und da ist schon der kleine Eisenblock drin. Wie gesagt, den werden wir nachher als Größenvergleich gleich zeigen. Aber, und jetzt kommt es auch noch dazu, diesen Marble gibt es natürlich auch in kleineren Proportionen, also wie die ganz normalen hier. Wir können mal gucken, ob das da, der Haufen, das ist ein ganz normaler Haufen. Genau.
Das ist der ganz normale Haufen. Wie gesagt, gibt es auch in kleiner Version, aber in der größeren Version lohnt es sich mehr. Weil gesagt, ich zeige es gleich, warum das sich lohnt. Und wenn es auch beim Verkauf, warum es sich dann auch nachher lohnt. Wie gesagt, was es noch gibt, ist nebenbei, was gibt es halt nur auf Marvel, ist so eine Art pinkes, pinkes Material. Das sind irgendwie pinkes Quarz, soll das heißen oder so. Ich weiß nicht, ob wir es mit Glück jetzt hier kurz finden, wenn wir kurz hier vorbeidüsen überall. Aber das findet sich nur auf Marvel und hat halt ein ganz obvious Pink als Merkmal. Und ist leicht transparent. Das, wie gesagt, ist auch noch möglich. Wie gesagt, wenn wir es finden, wäre das Oberaffen geil für das Video. Wenn wir es nicht finden, naja, kann man halt nichts machen. So, ich guck mal kurz mal hier. Haben wir hier was dran? Ne, wir haben aber Gold dran. Wie gesagt, das gibt es auch hier. Also, das ist, wie gesagt, sehr, sehr effizient, die zu farmen. Aber wie es aussieht, haben wir gerade gar kein Glück hier für das Video, dass wir von diesem, ja, anderen Quarz, diesem pinken Quarz nicht mehr dazu, was finden. Ja, wenn wir nichts finden, dann sehen wir uns bis gleich. Ne, ich finde hier kein pinkes Quarz, leider. Aber ich kann es mal ungefähr zeigen, wie das dann aussehen kann, wenn es verbaut ist. Weil, wie gesagt, es ist eigentlich nur ein Block, wenn man es als Barren verarbeitet. Das ist auch neu, so gesehen. Denn Quarz kann auch als Block, so gesehen, jetzt in den Barrenmaschine oder in der Barrenofenmaschine halt verarbeitet werden. Wie gesagt, kann ich gleich zeigen mit dem Quarz auf jeden Fall. Aber wir fahren kurz mal zurück zu meiner Base. Denn wir müssen nachhinein, ich hoffe mal, es ist nicht zu schnell Nacht jetzt, auf die Nacht warten. Denn in der Nacht gibt es ein exklusives Ohr, das wir nur in der Nacht finden können. Ist anscheinend sehr selten, aber aktuell das beste Erz, das man finden kann. Und wie gesagt, wenn wir das finden würden, wäre das auch sehr lucky für das Video. Aber ich hoffe mal, dass ich das finde. Ist halt ein Montag wieder, ne? Kennt man ja, ne? Montag und so. So, sind wir dann angekommen bei unserer Base, müssen wir natürlich das verarbeiten. Das heißt, wie ganz normal es kennen, einfach das hier reindrücken, bumm oder bumm, zack, und dann, wenn wir kurz einen Platz machen, dann kommt das gleich als Eisenbarren raus. Wir bauen kurz, ne, das sind alles gerade Steine, super. So, das müsste der Eisenbarren gewesen sein, genau, das war ja auch. So, den packen wir kurz hier neben unsere Karre. So, und jetzt holen wir diesen fetten Eisenquarzblock hier raus. So, und wir merken schon, ui. Das wird ein bisschen sehr eng anscheinend. Also Hochkant geht gerade eben noch, aber manche wollen auch nicht Hochkant reingehen. Dazu kommen wir natürlich gleich. Aber wir sehen schon, das ist ein ganz, ganz dicker Oschi. Wenn wir vergleichen, der da war der schwarze Stein, das hier war der Quarzstein. Also ihr seht eindeutig, das ist die doppelte Menge von dem da eigentlich. Wie gesagt, packen wir kurz in die Karre rein, dass wir es auch gleich mitnehmen können und verkaufen können. So, und dann nochmal den Quarzblock hier rein in die Maschine. Mal gucken, na, seitlich geht er nicht mehr rein, kriegen wir noch Hochkant rein, weil sonst ist es der Fall für die neuen Items, die hier mit dem Update dazugekommen sind. So, mal kurz hier Hochkant reinstellen. Ja, Hochkant geht gerade so eben noch, aber für Maschinereien, für so welche wie die hier, wo ich auch auf einen anderen Video zukommen werde, ist es halt nicht so praktisch. So, da haben wir schon Quarz und wie gesagt, das ist die Barren-Variante davon. Wie gesagt, das ist wie normaler Brick, nur halt in dieser Version jetzt hier und ist als Material Eis, das heißt, es ist sehr, sehr, sehr rutschig. Wir müssen mal kurz hier reinpacken. Wir sehen, das ist richtig am Rutschen hier und will sich wieder woanders hin verziehen. So, nehmen wir das mal mit und dann gehen wir gleich auf die Shopping-Tour. So, dann sind wir hier schon am Seller und wir werden mal kurz mal vergleichsweise, dass sich halt diese Quarz, so diese Marble-Blöcke sich lohnt abzufarmen, mehr lohnt. So, einmal schmeißen wir kurz das Eisen alleine hier drauf. Und wir gehen jetzt mal kurz hier hin, reden mit ihm und dann gucken wir mal, wie viel er uns gibt. Er gibt uns 248 für dieses kleine Stückchen Eisen und für diesen richtig langen Oschi hier, also es geht noch länger sogar. Da, mal gucken, was gibt er uns dafür? Er gibt uns dafür 547, also 100 mehr. Das kann auf Menge sehr krass sein, aber wir müssen mal zum Beispiel hier das Quarz nur an sich, also das, ja, da reinpacken. Dann kriegen wir dafür 328, okay, das ist interessant. Also anscheinend ist gerade Quarz noch ein bisschen weniger wert als Eisen in einer großen Menge einzeln verkaufen. Aber am Junkyard haben wir auch eigentlich hier Jerry's Junk Shop open. Wir gehen mal kurz hier rein. Wir sehen hier, das ist der liebe Jerry Junkman. Und beim Jerry Junkman können wir nicht nur irgendwelche, ja, Karren kaufen. Ich schätze, so ein Placeholder, das einfach nur cool aussieht hier drin. Aber wir können auch für einen bisschen großen Aufpreis den Grabby Grabber kaufen für 32k. Und wenn wir diesen gekauft haben, dann können wir den hier in der Hand nehmen. Wir sehen schon, das ist hier das Item. Das hat so eine lustige Anfangsanimation sogar. Und was der kann, zeige ich euch jetzt. Nämlich der Grabby Grabber ist sehr useful, wenn es auf jeden Fall ums Minen geht. Bei Holz habe ich das noch nicht so richtig den Use davon gesehen, aber auf jeden Fall hier beim normalen Minen ist der sehr effizient. Dann mal als Beispiel, wir würden jetzt hier wie ganz normal unser Stein hier rausholen, weil wir das Erz wollen. Dann machen wir mal kurz hier den Stein komplett kaputt.
Und wenn wir den kaputt gemacht haben, müssen wir ja rein theoretischerweise jetzt hier alles anfassen, das hier anfassen. Okay, der ist gerade nicht kaputt, warum immer. Mal kurz kaputt machen. So, den noch anfassen und so weiter und so fort. Und das alles in unsere Karre schleppen. Ist natürlich nervig. Deswegen gibt es den Grubby Grabber. Einfach mal draufhalten. Der hat, glaube ich, ungefähr... Ja, geht jetzt. Paradebeispiel geht natürlich wieder nicht. Auf jeden Fall, wenn wir mal kurz hier das vielleicht einzeln machen, mal kurz ein bisschen auflockern, weil Roblox wieder ein bisschen doof ist. Dann sollte es jetzt funktionieren. Mal gucken. Geht's jetzt? Jetzt sollte es funktionieren. Na, ich glaube, da ist irgendwas noch fest. Warte mal kurz. So, mal kurz noch ein bisschen gelockert. Jetzt sollte es aber auch funktionieren. Komm. Jetzt, genau, ihr seht schon, der Grabby Grabber muss nur kurz die Sachen da weglos haben von oben. Aber wir sehen, nach ungefähr 5 Sekunden geht das Teil kaputt wieder, also fällt es runter, weil der Grabby Grabber es nicht anstellen kann. Ich vermute mal, es wird in der Zukunft eine, ja, noch stärkere Version geben von größeren Radius und hier mehr an Zeit. Aber der Grabby Grabber, wenn er funktionieren will, weil es noch ein bisschen buggy ist, dann kann er auf jeden Fall das Zeug hier ganz einfach mit einem Schwung alles in unsere Karre reinlegen und wir können schon losdüsen. Wie gesagt, ist ein bisschen buggy, muss noch ein bisschen rumexperimentieren. Ich hoffe, es wird noch vielleicht ein bisschen besser, aber auf jeden Fall, der Grabby Grabber ist schon sehr useful, wenn es am meisten um die Großen geht oder hier um so Kleingedöns. Dazu kommt es noch, dass wir jetzt für die großen Pieces, die wir haben, wie gesagt, es gibt ja noch größere Erze oder größere Barren in dem Sinne, gibt es natürlich auch jetzt einen neuen Ofen. Den kann man, wie gesagt, beim normalen Shop kaufen, kann gleich zeigen auch nochmal. Aber das ist der Ofen hier, beide Varianten, einmal Schmelzer, einmal Barrer, habe ich beides mal kurz in einem reingepackt. Das heißt, wenn ich kurz mal hier rausziehe, zack, so sehen die aus, haben ein wesentlich größeres Loch hier, wie man hier sehen kann. Und weil es gibt, wie gesagt, haben wir ja schon gesehen, ein paar Erze, die passen einfach nicht mehr in das kleine Loch hier rein. Deswegen gibt es jetzt für diese Erze ein etwas größeres Loch. Und da können wir es dann reinpacken und verarbeiten. Finde ich sehr, sehr, sehr cool, weil wie gesagt, das ist auf jeden Fall ja sehr hilfreich. Persönliche Meinung auf jeden Fall, kann man für den Anfang, wenn nicht viel Geld hat, diesen hier erstmal kaufen. Der ist jetzt nicht so notwendig, weil man kann auch den dann nutzen. Ob es Szenarien gibt, wo man den braucht, weiß ich noch nicht, aber vielleicht wird sie geben und vielleicht wird er dann auch wieder dann ganz nutzvoll sein auf jeden Fall. Mal kurz hier rein. Wie gesagt, hier sind es ganz hinten angezeigt als ganz dunkel weinrot. Wie gesagt, kann man nicht übersehen. Kleiner Funfact nebenbei noch, wo ich hier mal vielleicht über das Geschenk geredet habe, es gibt hier diesen Special Store. Und in diesem Special Store gibt es ja auch ein kleines Geschenk, das man nicht kaufen kann für ein paar schlappe 1000. Und das Ding ist, dieser Geschenkestore hier, dieser Special Store, wenn wir kurz nach oben rennen hier, verkauft hier Geschenke. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet eventuell, aber diese Geschenke hier werden zurzeit immer teurer. Wo ich die gekauft habe damals, zum Anfang vom Release, waren die nur 15.000 wert. Jetzt sind sie schon bei 17.000. Diese Geschenke werden pro, ich schätze mal, 14 Stunden oder Update immer 30% teurer. Das heißt, auf jeden Fall diese Geschenke kaufen, denn sie sind nachher, schätze mal, sehr viel wert. Auf jeden Fall lohnt sich. Und der Zauberstab, den es ja auch hier gibt, den man in meinem Video, beim Bauvideo mal gezeigt habe, der ist aktuell jetzt wieder verschoben. Der wird auch pro Update immer verschoben. Der ist aktuell hier beim Vogel. Also wie gesagt, hat auch keine feste Position, dieser Zauberstab. Das heißt, am besten kaufen, falls ihr zu Lost seid, um nichts zu finden. Und ich sehe auch gerade, es wird ganz langsam Nacht. Das heißt, es ist perfekt, eventuell, dass wir das finden. Wie gesagt, das Erz kann nur in der Nacht spawnen und auch nur auf diesen weißen Steinen hier spawnen. Und im Regelfall überall spawnen, aber wird auch aktuell nur gesichtet von Freunden außerhalb des, der Insel. Das heißt, hier so im Außenring. Müsst ihr einmal kurz die ganze Insel befahren und dann müsst ihr es eigentlich gleich finden. Deswegen, wir warten kurz ein bisschen auf die Nacht und dann würde ich sagen, legen wir dann los. By the way, bevor wir gleich die Nacht loslegen, ich kann mal kurz zeigen, wie das verarbeitet aussieht. Die neuen zwei Pro-Erze sind dazu, die ein bisschen seltener sind. Das sind die beiden hier. Einmal dieses, sag mal, Bubblegum-Zeug dazu, weil es aussieht wie so ein Bubblegum ein bisschen, wie so ein Kaugummi. Und einmal das andere Erz, wie gesagt, das sieht sehr, sehr, sehr fancy aus, gefällt mir sehr. Und wie gesagt, es ist jetzt Nacht. Das heißt, wir warten kurz, bis die Nacht eintritt, richtig in vollen Maßen. Und dann gehen wir mal auf Farmerkundung. So, es ist jetzt schnell Nacht geworden. Das geht eigentlich richtig schnell. So, und jetzt müssen wir gucken. Das Ding ist, wenn man halt dieses Erz wirklich konstantiv farmen will, muss man schon erst auf dem VIP-Store sein, dass keiner das davor wegsnacken kann. Und man muss diese Route, die ich jetzt hier fahre, so einmal komplett um die Insel rumfahren. Das Ding ist, dieses Erz hat eine sehr hohe Lichtquelle, wie unser Scheinwerfer zum Beispiel. Also ist eigentlich im Regelfall nichts zu übersehen. Ob es zum Beispiel schon verarbeitetes Stein braucht, das heißt zum Beispiel, muss dieses Stein hier despawnen und dann kann man es erst finden oder spawnt es erst. Weiß ich noch nicht, ist noch ungeklärt, aber ja, wir werden es sehen auf jeden Fall. Deswegen, jetzt ist es ein bisschen heller geworden. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ich fahre jetzt noch kurz mal eine Runde hier und dann sehen wir uns gleich eventuell, wenn das Erz da ist, wieder. Kurz mal noch eine kleine Erwähnung, es gibt jetzt hier so einen neuen Strandhütten-Job, Job da schon, Shop eher gesagt. Und da kann man so ein, ja, ein Volleyball oder sowas kaufen, ist jetzt so ein Beachball. Ist ja nichts krasses, aber ich wollte es noch kurz erwähnen, dass es da ist, so, ne? Also deswegen, wir sehen uns weiter, bis gleich.
Nee, also leider finde ich irgendwie gerade kein Ernst. Das ist natürlich ein bisschen, ja, fatal, schade, sonstiges. Aber was will man machen? Ist halt leider so, kann man nichts dran ändern. Ist halt ein sehr seltenes Erz. Ich habe es da Gott sei Dank schon verarbeitet. Jetzt konnte ich circa ungefähr zeigen, wie es aussieht. Aber leider habe ich jetzt nicht komplett gefunden. Ist ja nicht schlimm, wie gesagt, ist ja schon hier verarbeitet. Von daher ist das eigentlich jetzt nicht so schlimm, wenn es halt nicht zu sehen gibt. Weil, wie gesagt, zu sehen gibt es das eigentlich ja schon. Und das sind nämlich hier diese zwei Versionen, die man von Nacht mal kurz zeigen. Wie gesagt, das ist auch leicht transparent. Und es genauso macht wie Quarz, also blocky. Und das ist ein ganz normaler Barren. Und ja, das ist halt nicht Quarz und blocky.